Gut. Lädt denn hier noch? Ach, ist gar nicht. Ich hoffe, er ist disconnected. Disconnected. Real Abdo. Abdo Dog. Kommt als Roberto um die Ecke, ja. Real Abdo? Also wenn das der Real Abdo ist, dann haben wir das Spiel schon gewonnen. Es ist ein neunter Smurf. Neunter EU-Smurf. Maybe. Glück hat wieder ein Darius. Ich habe mir jetzt meine Regel gesetzt. Wenn ich in meinem Team das Selection sehe, dass jemand Darius einloggt, Instant leave. werde ich meine Maus nach rechts oben bewegen, wo das Kreuz ist. Und dann bei der Frage, möchten Sie sich wirklich ausloggen, ja drücken. Instant yes. Das werde ich mir nie nochmal antun. Eigentlich müsste, Der wenn jemand Darius einloggt. hat mit Ignite gespielt gegen Teleport Tryndamere und hat gefeedet auf Doom. Ja, ich hatte mal einen Ignite Exhaust Darius auf der Top Lane gegen einen Renekton und er hat gefeedet. Also gefeedet ist klar, ich meine, das ist 1 gegen 1 gegen Renekton verloren. Das muss ich dir machen. Ich akzeptiere einfach nur Darius, die einfach nach 10 Minuten 6 Kills haben. Selbst dann, wenn das Spiel über 40 Minuten geht, Jetzt ist dann wird's dieser hart. Champion einfach nur sowas von useless. Das geht gar nicht. Ivan, du machst die Und ganze. seine Ulti macht 0 Damage später, weil der kriegt seine Stacks eh nie drauf auf dem AD Carry oder auf dem AP Carry, weil der nie drankommt, weil der nur läuft. Kein CC, kein Nothing Else Matters. Einfach nur Brain Dead. Einfach kein Nothing Else Matters. Kein Metallica, kein Slipknot. Naja. Du musst bedenken, in meinem Chat sind natürlich alles Darius Mains erstmal. Und bei mir hat der Darius geschrieben, der stand dann irgendwie 2-4. Kein Farm, kein nichts. I'm winning the lane. Ja, und bei mir hat er geschrieben, ich stand 7-2 mit Lee Sin und er steht 1-6 oder so, keine Ahnung. Und ich schreibe dann, bitte verkauf deine ganzen Items und baut Full Tank at least wenigstens, ne? Und er so, ja, dann ganke wenigstens mal. Ich sag, Alter, drunter mehr steht 6-0, wenn ich dahin gehe, one-shottet er und alle. Und dann ist immer diese Logik, Junge, das geht gar nicht. Never gank a feeding lane. Aber das wissen die Leute nicht. Das ist Leute. geil, der dive den. Der hat nicht mal Ulti angeschmissen, der drunter mehr. Und Darius ignitet ihn sofort. Scheint jemand auf jeden Fall den Ignite Damage over time zu kennen. Vor allen Dingen ist die Gneid so ein Hard-Counter zu Tryndamere. Wenn du das in der letzten Phase der Ultimate Ja, machst, bevor klar. er sein Wieso Heal macht hat, ist es GG. er das am Anfang? Er will nicht, dass er Geisteskrank muss sich man hochheilt. sein. Einfach stupid as fuck. Putz. Putz. Wir müssen Level 2 erreichen. Level 2 am Anfang. Komplett OP. Ah, shit, ich muss meinen TS muten. Muten. Mach ich dann. Wenn wir das First Blood haben. Versteckt. Hinter einem Vasaliten. So, naja, Frostblatt wurde nichts, aber schöne Speerkombo. Gefällt mir gut. Komm ein bisschen über den Wart. Was haben die denn eigentlich? Skarner, Kuwana. Skarner ist definitiv not bad. Mag ich eigentlich sehr als Jungler. War jetzt nicht im super, super deep in Meta drin. Aber trotzdem gut mitarbeiten. Lässt sich gerade ganz schön hart erwischen, finde ich. Dafür farmt Kalista sehr irritierend. Also sie farmt nicht schlecht. Aber manchmal verfehlt das sowas zum Beispiel. Oh, da muss ich aufpassen. Wenn Thresh so weit hinten steht, da kann er zwar nicht die Zinklinge verhindern,
Aber wenn er mich hookt, ist auch GG. Und jetzt Drake. Bis er die Lane pusht. The sun always rises. Ah, ich trau mich jetzt nicht, die Trap zu machen. Ein bisschen ärgerlich, so die Kontrolle über die Lane aufzugeben. Ich glaube auch, dass jetzt ein Gank kommt. Nee, Skarner war top. Skarner war top, okay. Muss mir mal sagen, wo das Skarner ist, weil manchmal. Manchmal versuche ich anhand des Gegners zu lesen, wie er sich bewegt, wo der gegnerische Jungler ist. Und manchmal geht es. Jetzt könnte also, er ist jetzt wahrscheinlich hier, also ist er wahrscheinlich. Okay, nee, er ist, glaube ich. Also, Thresh geht so krass nach vorne einfach mal. Entweder ist er ein brutal guter Schauspieler. Oder ist halt wirklich jemand da. Und das ist halt mir gerade zu risky. Risky of Doom. Kannst natürlich den Countergang wagen. Ich mache erstmal den Strike. Wir haben jetzt nicht mehr so doll reingepusht, ne? Die pushen jetzt ja, zurück. Ist okay. Weil die kommt halt einfach nicht zu mir. Aus Garnas unten, alles klar. Garnas top, alles klar. Alles gut. Wie viel Leben hast du noch nach dem Drake? Nicht viel. Ja, voraussichtlich. Weil Botlane hat keine Wards, kein gar nichts. Also Thresh geht jetzt hoch quasi. Oder geht noch nicht mal hoch. Ja, probiert mal. Wenn ihr ein bisschen fightet, kann ich das machen. So, ich komme jetzt. Hook ist draußen. Ja, die Caitlyn ist auch oben. Alter, wie ich kassiere. Alter, der Rambock des Todes. Ah, hätte sie abgeben können. Ah, ist egal. Solo Q, Max. Solo Q, du hast recht. Willst du gecarried werden oder nicht? Willst du the Y carry oder the Noob Y? Ich hab dich gewarnt, Ivan. Ich hab dich gewarnt. So, leider ist jetzt mein Return auch ganz schön doof gewesen. Ich krieg nicht mal. Ich krieg kein Dings. Carry me home! Carry me home! Das finde ich immer ziemlich strong. Die hat kein Flash, ja, ne? Ich komme dann Level 6 direkt runter. Jupp. Das wird ein kleiner GG-Gank. Brutalisierer gegen Brutalisierer auf der Top-Lane. Das ist so witzig. Wer den einen zuerst one-shottet. Leider ist Riven da ein bisschen besser geeignet, weil ihre Auto-Attacks brutal sind. Ja, gut, aber Dings ist. Wenn Talon Level 6 ist, kann er sie auch, wenn die halbes Leben hat oder so, ist sie auch instant. Oh, das ist gut von mir. Guter Peacemaker. Gut. Nach dem Blue Buff komme ich schon noch nicht mehr weg. Okay, ich gehe dabei noch ein bisschen warten. Kannst du die Krabbe machen? Kommen die bald wieder? Hast du da so einen kleinen Fokus drauf? Ich weiß nicht mehr, wie lange wann die überhaupt spawnen. Eine Krabbe wäre halt super geil. 13 Sekunden einfach nur. Ich habe jetzt keinen Bock nochmal warden zu gehen. Ich hab jetzt hier wobei, jetzt kann ich warden gehen. Okay, das ist mir. Oh, ha. Nice to have. Kalista ist alleine, ja. Hast du mal Nasse, Bruder? Na, ich glaube, es ist okay. Aber war jetzt nicht top Notch. Aber wenn du beim Red Buff rippst, ist natürlich GG. Weil ich brauche noch ziemlich lange, ehe ich Level 6 habe. Also mindestens eine Wave noch. Ich glaube, der ist weg. Ja, der ist aber zu low. Ah, der hat brutal viel Leben verloren, ja. Ist nicht verwunderlich, dass er weggeht. Botlane ist so eine Trap. Also wenn die Botlane-Busche langlaufen willst oder irgend sowas, denk daran, dass es am besten einfach nicht langläuft. Was macht der denn? Wieso geht der so weit nach vorne? Da will ich, da denke ich immer, was ist mit dir los? Bist du völlig stupid? Gegen Leona so tödlich. Die hätte ich, glaube ich, nicht gesehen, ne? Das ist jetzt ein Ward und Tri-Brush, also hier. Nice, das war wichtig.
Das hat jetzt mit meiner Erdtaste nicht gestimmt. Irgendwie wollte ich gerade ulten, aber irgendwie ist nichts passiert. Eigentlich war es am Ende sogar gut, weil Kalista eh nicht so einen krassen Follow-up hat. Krass, die dem Geist einfach hinterherjagen. Was ist denn da los? Ich muss hinterher, wäre es überhaupt nicht worth gewesen. Gotcha. Die anderen haben muten. Muten. Teenage Mutant Hero Turtles. Super starke Hero Turtles. Das war gut. Aber Flash auch nicht. Riven, willkommen im Solo Queue. Ups. Obwohl, einer wäre nicht weggekommen. So, noch den hier mit. Keksbrot. So, aber jetzt können wir snowballen. Jetzt können wir jedes Mal Lane dominieren. Weil die Botlane ist für die richtig hart jetzt. Sie hat einfach Pickaxe und Crit. Aber der Horror. Pickaxe ist schon grenzwertig, aber Pickaxe Crit ist halt super bad. Ja, vielleicht ein bisschen zu früh. Aber eigentlich haben die da Wards, deswegen. Ich dachte auch, dass ich sie treffe. War aber leider keine Betäubung. Es geht auch ein bisschen Lane-Dominanz verloren, weil ich mein Ulti verbraucht habe. Ein bisschen doof. Skarma. Mede. Boah, der Skarma kommt runter, dann warte mal auf den Drake, dann pass auf, der kommt jetzt runter, der ist hier. Vladimir ist auch da. Zwei, die machen jetzt einen Drake, ne? Ich komme jetzt aber. Das läuft überhaupt nichts, oder? Wir brauchen lange, Junge. Pezi-Klinge, Junge. 2, 1. Hey, stell dir mal vor, ich hätte Ulti gehabt. Ich habe jetzt einfach nur Skarma geultet, damit ich alle nochmal knock uppe. Der stand einfach hinten. Du hast nicht mal Ulti gehabt? Ja. Jetzt hast du doppelt. So schlimm, ey, wenn die Krabbe einmal machst. Die Krabbe einmal machst, ist GG, dann ist sie so tanky. Okay. I'm the fat one. I'm the fat one. Ich bin die fette Putzsau. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kalista-Ulti noch trifft, also dass ich da hinterherfliege. Die hat auch eine krasse Hitbox, die Ulti, muss ich sagen. Ja, ist komisch. Ich hätte gedacht, ich muss jetzt näher ran, um die Sneakling-Reichweite zu kommen.
Der Wart hier ist übel geil. Der, wo Skarner gerade durchgelaufen ist. Der ist ziemlich fancy, ist er der. Oha, jetzt schon genetzt, ist sie dumm. Ganz schön risky. Thrash ist auch nicht da, also kann Thrash töten auch. Skarner ist beim Rapper und kommt jetzt runter. Nee, Skarner hat den schon gemacht. Der ist schon hochgelaufen. Der ist jetzt eher Richtung Toplane. Ja, das ist durch den Epic Ward hier gelaufen. Oh, der Rapper schon ab? Nee, ja, also. Der hat den gemacht und ist dann hochgelaufen, ja. Ich hab gesehen, dass der Rapper fertig. Aber, dann, was macht denn der Thrash? Das kann doch nicht sein! Der hat doch jetzt ja, okay, der hat geschaut. Oh, die Laternengang. Hast du den Laternengang gesehen? Holt mich. Der hat die Laterne nicht genommen. Der hat die ist vorher abgebrochen. Wahnsinn. Wahnsinnig. Jetzt können wir nämlich mal rippen. Oh! Ich dachte, wir sind dran. Shit. Schon einfach Panic Cue. Sieht dann nach einem GG aus, Max. Nein. Erst wenn GG ist GG. Classic Rule. Nie. Immer Bad Game. Nein, ich meine, ja, das stimmt. Das ist erstmal das. EG. Ich wollte jetzt wirklich nur überprüfen, ob da jemand ist. Und irgendwie war da trotzdem niemand. Wir haben jetzt Diana auf jeden Fall gesehen. Oh lol, was macht der denn? Hä? Ich dachte, die haben es zurückgezogen, weil er die gesehen hat. Es ist unmöglich zu predikten, was die denken. So, Vladimir. Vladimir ist doch der Einzige, der mit den Gefeedet ist, oder? Nö. Weil Gefeedet auch relativ ist. Na doch, ist er erst. 3 Kills. Drake Time. Wow, die hatten ihren Wart. Der ist durch. Diana ist durchgelaufen. Ja, der Elo reagiert doch keiner auf Waffen. Ja, selber platziert. The sun always rises. Kalista ist so stupid. Muss sie ulten, Mann. Ja, das ist ja ulten. Ich hab gewusst, dass wenn du hier bleibst, dass du da tot bist. Aber nein. Boah, der schmeißt alles drauf noch. Bei dem hier. Geultet oder was? Ja. Ja, ich rape die Kabel. So, der hat keine Ulti, let's. Nee, da ist irgendwas, da ist Dings in der Nähe, ne? Caitlyn. Na, ich hab die Karte, ja. Nee. Hä? Was denn noch? Oh, da. Wenn du den ultest, kann man. Ja, ein leichter Overkill. Ich muss jetzt Base, ich hab keine Wards mehr. 007. Oh, Drake Arena. Solo Arena. Ich hab einfach 1400 Gold als Support, jemand. Ja, das kann man top, okay. Ich glaube, das macht keine Wars. 2 macht so viel Damage bei solchen Dingen, das war so. Also, du hast doch Warrior Vi. Nee, du hast Warrior Trinity Vi, Alter. Das ist die gefeedetste Vi-Variante. Dass du noch ein Langschwert hast, ist schon stupid as hell. Hextrinker wird kommen. Der war Hextrinker. Guck mal, wie viel normalen Damage die auch haben.
Auch wenn Vladimir derjenige ist. Full AD bei Max. Ja, du bist full stupid. 450 Damage oder 500. Du willst wieder den 1400er Crit oder was? Ja. Du bist einfach geil. Das Nase ist unterwegs. I must not fall. Der hat gerade den Fehler gemacht. Hätte gleich ulten sollen. Hätte perfekt die CC-J machen sollen, aber ich dachte, ich hebe es mir auf. Schade, der Blatt. Der Rambock kommt. Der Rambock? Das Q? Guck mal, wie low die sind. Alter, Schäde. Diana ist aber nicht da, ne? Und, die macht auch guten Schaden, die brauchen wir. Diana ist niemals. Nimm mal hier die Crux oder sowas. Du musst mal anfangen, die Gegner zu taxen, Jan. Während Riven da oben einfach nur invulnerable ist. Das ist ja nur ein Crux. Das ist ein Bait, oder? Oh nein, ich bin immer die Trap gelatscht. Das war wirklich kein Bait, der wollte sich wirklich dort bohren. P. Ludens ist er. Gut, der ist da. So furchtbar, wenn der Gegner einfach im Solo-Queue so eine Jungle-Kontrolle hat. Nee, schwarzes Bein muss ich mir holen. Macht das Sinn, schwarzes Bein mit Trinity? Ja, ne? Der Fage-Effekt doppelt gemoppelt, aber. Das geht dann aber null Schaden nach der Wahnsinn. Kein Infinity. Attack Speed des Todes. Oh, jetzt one-shotet er den. Diana. Ja, Diana war jetzt wirklich kacke. Ich dachte, mein Talent kommt zu der gerannt, deswegen habe ich schon mein Q aktiviert, um einfach nur einen Auto-Take zu machen. Ja, macht das Sinn, Max? Schwarzes Beil und Trinity? Ja, warum nicht? Also, ja, wenn du Full Retard Mode gehen willst, ist es natürlich das Beste, ja. An dem will ich auf jeden Fall gehen. Ich meine nur Doppelt Fage, das wäre ja eigentlich kind of waste, ne? Achso, nee, das wird verbessert, weil du kriegst halt trotzdem durch deinen Spell noch Movement Speed. Ich glaube, es wird letzterer genommen. Also der vom Dings. Der ist halt anders als vom Trinity, ne? Der ist besser. Okay. Ha. Dann let the feed begin. Ich hätte Diana noch schilden können. Das habe ich nicht gemacht, aber. Ich glaube nicht, dass er das geschafft hätte. So viel Gold, ey. Kleiner ängstlicher Vladimir. Diana da einfach nur rippt. Oh, jetzt Platz. Tode gepoolt und. Raven ist im Solo-Queue, ne? 215 Farmer. Ja, gut, kann ich mehr auf die Lane gehen. 215 Farmer, die. Alles klar. Stacks bist du auch auf jeden Fall. Main. Talent können wir echt töten. Hast du noch Sweeping? Ich hab kein Sweeper, Karl. Ich weiß nicht, ob ich hier gesehen werde. Ich glaub, wir sehen uns. Oha.
Alter, ich well play, Max! Ich well bin OP. Und jetzt nochmal reingehen. Ich hab vor allem noch Exhaust. Komm, du hast Exhaust. Oha, Flash ist. Flash. Ah, der wäre gestorben. Wir haben da geflasht. Kalista. Oh, der Dings war zu nah, das gar noch. Aber ich muss sagen, also wenn es ein Spiel gibt, wo es einen Riven Pentakill gibt, dann auf jeden Fall hier. I'm on my way, mate. Diana ist on the run. Doppelten Farm ist Garner. Oh, nice Flash, though. Flash, though. No. Ach, scheiße. Ich hätte jetzt auch Flash eh machen können, aber ich hab's noch nicht gemacht. Alles klar, aber wir machen erstmal 10.000 Schaden. Lol, hast du das gesehen? Nee. Ich hab Q auf den Drachen gemacht und der in dem Moment hat der wieder alle genockt weg. Ich kann die Brutal fertig machen, oder? Ne? Ja, was ist hier los? Okay, wollen nicht, okay. Ich bin mir auch total verwirrt. Riven macht einfach die Krabbe, obwohl ich jetzt den härtesten Engage EU hätte machen können. Aber wenn einfach keine Potsau da ist, dann kannst du es vergessen. Ich muss sagen, mittlerweile, also am Anfang, wo Kalista rausgekommen ist, war es eine Katastrophe, mit ihr zu spielen. Mittlerweile, dank der, Gott sei Dank, der LCS und was weiß ich was, haben die Leute bemerkt, wie cool Kalista ist und wie man mit ihr ultet, gefälligst. Also das ist halt einfach der Supporter-Rescue-Ult ist. Wir machen so ein bisschen Solo-Q-Action gerade, so nicht so schön. Mich hochfahren, ich will reiten, bitte. Oha. Oha, bin ich getroffen. I'm coming to the mighty Twin Max, zu mir. I'm in weg. Oh, zum Glück. Ich wäre sowas von hinterher geflogen. Oh. Ich muss dir vorstellen, Kalista ultet mich, damit ich sie rette und ich schieße einfach ein Tor. Ich ulte genau zwischen beide. Ich habe noch ein Schild auf die Weg. Gar nicht, gar noch gekillt, Ja, gut. Ich kam jetzt im Sneakling, war ich da wieder gerade wieder da. Das Exhaust hat er gar nicht gemerkt, hast du gesehen? Ist einfach oh, weitergerannt. Den Farm hole ich mir. Das Farm, though. Nehmen wir Thrash oder nicht? Keiner da, es lohnt sich nicht zu eröffnen. Das ist ein bisschen Solo-Queue jetzt die ganze Zeit, das ist scheiße. Hier kommen sie jetzt gleich, wie die fliegen. Hey, Vladimir ist bei mir. Vladimir ist, glaube ich, der Einzige, den ich nicht kennen kann. Jetzt noch nicht. Also ich bin froh, dass wir wenigstens die Türme kriegen. Also wenigstens etwas. Na gut, ich geh mal auf Banshee. So, Caitlyn, die rape ich, also die Schaden kann ich glaube ich machen. Ist ja keine AD-Item mit Rüstung, ne? Das gibt's nicht. D-Item mit Rüstung? War nur Atmas, ne? Du kannst dir Siegs holen, hast du Leben und AD. Und wir haben alle Spellvamp. Wir haben alle Lifesteal, das wäre sogar ziemlich krass. Selbst auf Diana ist das nicht schlecht, weil sie auch ein paar Auto-Takes macht. Jetzt Diverino. Ja, Nash. Oh, Nash können wir machen, Talon ist Bot. Natürlich Teleport Talon, aber.
den eigentlich übelst schnell runterkriegen. Ja. Ah, Kalista ist eh okay. Geh mal warten. Und Facecheck. Ja, Thresh hat auch keinen guten Tag, ganz ehrlich. Oh, hi. Ne, Zellen kriegen wir nicht. Der hat 5er. Oder müsste 5er haben. Ah, doch. Ghostplay. Is it the emotions? Da, genau dazwischen. Okay. Wow, Kalista ist tot. Ich wollte auf jeden Fall nicht so der Burner. Die Ultimate. Ach, scheiße. Live, Sister! Live oder live? Locket, merke ich gerade. Locket ist das Ding. Statt, Drake. Also stimmt, statt Glory hätte ich Locket holen müssen. Locket hätte uns brutal beschützt jetzt. Aber du bist halt auch übelst weich, ne? Wir haben halt keinen Tank. Ja, geht jetzt. Ja, mittlerweile geht's. Wegen Talent, ich baue dann noch Dings hier oben und dann ist okay. I must not fall. Then I won't die, I guess. Drache ist da. Haben wir jetzt 3? Ja. Alter, mich... Nee, wir haben 4. Alter, mich irritieren die Stats so krass. Weil ich jetzt die ganze Zeit gecastet habe, ist ja die Blue Side, ist die linke Seite für mich Blue Side. Und deswegen dachte ich, haben die jetzt 3 Drakes? Das habe ich gerade übel verwirrt. Aber wir sind ja... Wir sind zwar auf der roten Seite, aber wir sind blau. Oh, bäh. Alter, das ist ja übel eklig. Was hast du da gemacht? Ja, war gewartet. Talon no ult. Eine 40 Sekunden Ulti. So, jetzt kann man leider wieder nichts mehr haben. Leider können wir nichts tun. So, jetzt ist Riven als nächstes tot. Nee, Diana stirbt erstmal. Ah, das ist so doof. Wir teilen uns wieder auf. Wir haben auf jeden Fall einen Sweeper, Max, von Teller. Er hat jetzt langsam übelste Item. Ja, ich hab's. Wenn er jetzt Infinity Edge hat, dann one-shotet alles. Ich hab jetzt auch genug Gold für Sweeper. Einfach vor dem Teamfight sweepen und dann ulte ich ihn einfach am GG. Riven hat Teleport auch, hä? Huh? Eine Riven? Ah ne, Riven hat kein Teleport. Riven hat kein Teleport. Wenn wir die splitten lassen, können wir vielleicht den Inhib einfach nehmen. Hey, Vladimir, was denn die, Alter? Die will split pushen. Aber wir haben, ja. Halt kein, wir haben halt kein Tank. Wir haben so ein schlechtes Team zum Disengagen. Nee, gar nicht. Deswegen ist split pushen hier total crap. Einziger Disengage ist quasi meine Ult. Die ist halt
Super bad. Wait for Nash. Zwei Minuten Robin. Oh, scheiße. Weil die wartet nicht, ne? Die geht. Geht den Split. Ja, hier. Da sind sie nämlich, die ganzen Magen. Super strong. Die Anna ist so ein Lappen, ey. Du solltest auch nicht split pushen gehen, du stirbst genauso schnell. Ich stirb jetzt nicht, ich geh jetzt einfach nur back, weil die euch jetzt gechased haben und dann hau ich ab. Und split. You're too weak. I will protect you. Stirbt halt einfach instant. Kommt dann nur über ein Schild. Ich glaube, die stirbt einfach, bevor sie den Schild raushaut. Ich hab jetzt auch einen Sweeper. Mach einmal einen Sweeper und einen Kill ihn. Das ist der Einzige, der uns fertig werden kann. Der andere von uns. Ladimir ist auch schon reu. Die sind da vor uns drei Mann. Oh, Leute, geht's Baron. Ja, wenn du Locket musst du noch bauen. Ding ihn. Wenn Talon keine Ulti raus hat und stirbt instant, dann gewinnst du jeden Teamfight. Ich habe jetzt keine Sweeping Lens, dauert jetzt ein bisschen. Ja, aber ich will das nicht benutzen. Könnt ihr einfach fighten hier, was ist das Problem? Riven. Just fight. Ich verstehe das nicht. Aber die sind 20 Sekunden vorher da. Bevor ich hätte den jetzt getroffen. Du hast jetzt einen Sweeper oder nicht? Nee, drei Viertel noch. Bestimmt noch 20 Sekunden. Was? Also okay, da benutze ich ihn und du benutzt. Nee, ich muss ihn benutzen. Du musst. Sweep du mal, ich benutze hier. Ich kann jetzt nicht sweepen. Ich bin noch auf Cooldown. Easy, Junge. Och, Mann. Und was willst du denn? Ich kann einfach nicht an die Caitlyn ran. Das hat mich ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Ich hab ihn. Ich glaube, ich komme auch noch ran. Oh. Ja, die 5er-Schuhe gehen halt weg gegen den Vasallen, das ist halt scheiße. Och man, irgendwas mach ich mit den Tasten falsch. Ich werde ja von der Kette nicht exhausten. Aber das war vom Ding zum Ablauf her überragend. Ja, na gut, du machst halt brutal Schaden, dem Bild. Brauchst du nur Rhythmus rein. Du hast einfach noch Sweeping längs angehabt. Das meine ich, wir kriegen jetzt noch 5. Drake, by the way, ne? Den sollten wir vielleicht machen. Scheiße. Kann ja nur so machen. Ich muss ja das Lens anmachen und dann muss ich reingehen. Wait. Don't, man. Ich weiß nicht, die. Jetzt, Kate. Ah, ich bin tot. Oh lol. Ich dachte, die Ulti war schon durch. Alter, der flasht jetzt zum 100. Mal über diese Kackwand. Jetzt haben wir einen 5. Dreier. Ich nicht. Ich hab nur 4. Hat's geschwungen. Die Kalista da. So gefeedet er ist, also. $4,000 Gold. So, ich kann nur noch das bauen. Kann gar kein Rüstungs-Item bauen. Wenn Maxi den Chat liest, denkt er sich, was für Spacken. Sagt man nicht, ja. Ne?
ich spiele jetzt schon 40 Minuten. Einfach Q, zweimal E, Red Buff ist tot. Also wenn wir das hier verlieren. Der fuck, Alter. 400, der Drake, der 50 Drake. Da haben wir einen. Guck jetzt mal, was ich mit dem Talent vielleicht mache. Ich gucke jetzt erst mal, was ich mit dem Talent mache. Ich glaube, dein Buff geht ja noch verloren. Oder? Baron hast du jetzt nicht mehr lange. Wo ist er denn? Ach, wie groß du bist. My friend. Where is Talent? About you, I see you again. Ich geh schon mal rein, okay? Without you, my friend. I will protect you. Na komm, ja, na komm. Ah, Sweeping Band. Ich möchte es nicht angreifen. Dann ist das schon mal down. Ich weiß nicht, wie man sie bekommen hat, aber hat sie bekommen. Been a long day. Oh, the shields! GG, guys. Nah. Das Problem ist, das verlieren wir jetzt. Kalista, wie hat sich Kalista erwischen lassen? Kalista erwischen lassen, frage ich mich. Der war so deep drin. Also klar, Skarner, aber der hatte geflasht. War das Skarner Flash? Wer ist Skarner? Ivan, die gewinnen das. Das ist das Problem. Wir haben einfach mit Baron, jetzt. Fünften Drachen, alles. Alles verloren. Ja gut, wir haben auch zwei Inhibs. Warum dritten Inhib nur GG, man? Kommt Infinity Edge für Jungle Item. Now. W5. Dudes. Bin ich die Edge oder Last Whisper? Alter, hol dir mal was Tankiges. Alter, ich bin schon tanky. Du hast nicht mal ein Omen, Junge. Du hast 94 Rüstung. Du bist aus Pappe. Ja, ich brauch keine Rüstung gegen Terran, weil ich ihn fokusse und er macht nur Schaden gegen mich. Ja, aber Ivan, wenn er dich einmal anspringt, bist du tot. Nee, ich mach Sweeping Lance und Ulti ihn. Alter, du hast null Spielverständnis. Das ist ja der Wahnsinn. So. Du hast, das heißt, der macht bei dir True Damage. Max, ich mach True Damage. Ja, das glaube ich dir nicht. Was soll denn das werden jetzt hier? Weiß nicht. Ihr wollt ja nicht leben. GG ist da einmal. Also ich sage, wir verlieren das. Mach das mal fünften Drake nochmal, ne? Ah ne, der kommt ja 2 Minuten erst. I hate this game. Der ist einfach alleine Botlane gegen einen Assassin. Was erwartet der denn? Ja, das machen die immer. Gegen Rengars, gegen Zed. Immer wieder machen die Leute das. Jetzt sehen die eine Passive haben. Nicht nur, dass sie Fähigkeiten haben, die sie unsichtbar machen, sondern die haben die Passive. Gegner gehen solo. Das Carry. Wo bist du? Du machst Blue Buff. Was soll ich machen? Botlane. The sun always rises. Warte, ich scrape jetzt mal Terran. Wo ist er denn? Hier ist Skarner. Ever vigilant. Coming. Riven kann ich zählen, ne? Das ist der Wahnsinn. Aber 4 Gegner. Ich komme denen entgegen. Oha. Was? Der hat dich zurückgezogen, hast du gesehen? Das geht ja gar nicht mehr, Ragnarok. Ja, er hat dich danach zurückgezogen. Das ist ja Wahnsinn. Du musst einfach hin und instant wieder zu ihm zurück. Weil das die Ulti quasi nicht noch gehalten hat. Die Ulti hat ja gehalten an sich. Das ist ja witzig, wie Tennis. Nicht gedacht, dass das einfach zurück. Wie so ein Flipper. Wir müssen weiter Bot Druck machen, ja, wegen Baron und so. Ja, Drake kommt jetzt auch, geht zum Drake. Rally to me. Ich
Ich habe einfach XP über die ganze Map bekommen. Ich bin vor, der wird gestorben. Einfach der. Was macht denn die Kalista? Wahnsinns Kalista, ey. Das war ja. Ich würde dich so gern erwischen, aber es geht nicht. Oh, der poolt aber sehr früh, der Junge. Ich glaube, der kommt rennt. Slow ihn irgendwie! Ich hab kein Jungle-Item mehr. Was? Ah, du hast es verkauft. Das ist so, so, so retarded, ey. Engage! Oh, gib mir die Shields! Einfach you, dreifach the lane back. Schaden, Mike. Ein Q. Nice. Warte. What the hell? Wieso haben die immer noch nicht gewonnen? Ja, das, die Frage stelle ich mich auch. Solche Games lost man einfach. Max. Wer ist personifizierte Vi, auch im echten Leben? Ja, du bist auch eine ziemlich krasse Frau, ja. Scheiße. So kann man S plus, Leute. Ich sag dazu nur, Spiel, Gameplay wurde von mir mit S plus eingestuft. Hä? Was war jetzt eigentlich? Ich habe es nicht geguckt. S plus, was ist das? S plus, besser geht's nicht. Es gibt ein S, das ist schon gut, aber es gibt auch ein S plus. Worüber redest du? Ich war lange nicht mehr in diesen ganzen Kack-Games drin. Naja, wenn du danach, kannst du auch rechts da diese Balken da, da siehst du doch, wie dein Spiel bewertet wird und was du für ein Level mit dem Champion bist und sowas. Ach so, siehst du, damit habe ich mich noch nicht befasst. Ich bin ein bisschen zu competitive. Max, wer hat den... Kann ich in der Match History das sehen, ob ich ein S habe? Weiß nicht, aber wer hat den größten Crit gemacht in dem Game? Mit deinem Itembild du auf jeden Fall. So. Der Black Cleaver Crit. Also, du hast ja dein Infinity nicht bekommen. Wer hat den meisten Damage getankt? Wer hat den meisten physischen Schaden gemacht? Wer hat die meisten Assists? Also, ich muss sagen, ich habe mehr. Als das Doppelte. Als der Zweite.